Guten Tag, alt und weise. Alt und weise bin ich vielleicht nicht unbedingt, aber ich war lange Jahre Fallmanager. Ein guter übrigens und ein qualifizierter. Aber egal. Leider war ich dann jedenfalls 16 Monate lang krank, um genau zu sein, wegen Krebs. Nach den Behandlungen wollte ich fleißig und konstruktiv, kritisch, wie immer, wieder meinen Dienst aufnehmen. Leider hat man mich dann aber hinausgedrängt und, wie ich finde, nicht sehr fein. Warum und wer? Tja, Am Ende ist es wieder mal gar niemand gewesen, vielleicht. Aber um all das geht es hier überhaupt nicht. Ich wollte mich nur ein wenig vorstellen damit. Worum es wirklich geht, das ist der Aufruf vom Spiegel zu verweilen. Und den lese ich jetzt einfach mal vor. Aufruf vorm Spiegel zu verweilen. Fallmanagerin, Arbeitsvermittlerin, Kolleginnen. Einige von euch werde ich mit meinen Worten nicht erreichen. Zumindest nicht ihre Herzen. Und vielleicht aber doch ihren Verstand. Einigen ist recht vieles egal. Einige legen es sich so zurecht, dass andere schuld sind. Die Kunden, die Gesetze, die Chefs. Einigen ist es wichtig, ihre Ruhe zu haben, ein gutes Auskommen, Versorgung für die Kinder, eventuell sogar noch ein kleiner beruflicher Aufstieg. Das kann man verstehen. Doch vielen ist es nicht egal. Ich kann euch hier nur Schlagworte liefern, aber die sind an anderen Orten alle belegt. Bei ungünstigster Rechnung haben wir für jede offene Stelle zwei verfügbare und topmotivierte Arbeitslosengeld 2 Bezieherinnen. Warum konzentrieren wir uns auf die Kontrolle, auf die Verwaltung, auf die Sanktionierung, auf die Bestrafung der Unwilligen und der angeblich Unwilligen? Warum? Ein Existenzminimum, das kann man eigentlich schon vom Wort her nicht mehr kürzen. Auf keinen Fall aber kann man es um 60% kürzen oder um 100%. Man kann es nicht auf Null setzen. Das ist schlicht und einfach verfassungswidrig, unwürdig und das in einem reichen Land wie dem unseren allemal. Das Handling der Fallzahlen, der Eingliederungsvereinbarung, der Maßnahmenzuweisungen, der Sanktionsquoten, der Bewerbungsnachweise und von vielem mehr. Das alles hat schon seit langem das Urkonzept unserer Arbeit verraten. Und es wird immer sinnloser und immer absurder. Ich denke, dass schon diese wenigen Beispiele eigentlich ausreichen. Völlig ausreichen. Und daher der Aufruf, vorm Spiegel zu verweilen. Wir wissen alle, dass das, was ich gerade ausgeführt habe, stimmt. Wir wissen, dass es so ist. Und wir alle stehen morgens, jeden Morgen vorm Badezimmerspiegel und schauen uns in die Augen. Verweilt einen Moment. Denkt nach. Was kann ich tun, um das zu geben, was ich selbst auch von anderen bekommen möchte?
Was kann ich tun, um etwas mehr Würde, um etwas mehr Gerechtigkeit, um etwas mehr Menschlichkeit zurückzubringen in die Jobcenter-Welt? Was kann ich persönlich tun? Vielleicht ist es etwas ganz Großes. Vielleicht kann ich kündigen, alles hinschmeißen. Vielleicht kann ich eine Anzeige erstatten wegen Dingen, die ich beobachten musste. Vielleicht ist es aber auch etwas ganz anderes. Vielleicht kann ich im Alltag den Menschen helfen, den Menschen. Vielleicht kann ich in Teamgesprächen diskutieren. Vielleicht kann ich in Foren im Internet mitreden. Vielleicht kann ich Leserbriefe schreiben. Vielleicht kann ich nebenher mit meinen Kollegen reden. Oder vielleicht kann ich auch mit den örtlichen harzkritischen Gruppen. Vielleicht kann ich mit denen einfach mal Kontakt aufnehmen und in einen Dialog kommen. Das kann sein, dass es nicht einfach wird, aber ich kann es tun. Oder ich kann auch etwas ganz anderes tun. Ihr wisst selber, welche Möglichkeiten es geben kann für euch. Etwas Kreatives, etwas ganz anderes als das, was ich sagte. Und dann, wenn ihr nichts tut, dann schaut wieder in den Spiegel. Ihr werdet schöner aussehen, stärker und stolzer. Das verspreche ich, mein Wort darauf. Dieser Aufruf darf sehr gern kopiert werden, weiterveröffentlicht werden, vermailt werden, in Briefkästen geworfen werden, insbesondere von Fallmanagerinnen, von Arbeitsvermittlerinnen, von allen Menschen, die im Jobcenter tätig sind. Das kann ich nicht tun. Wenn ihr es für richtig haltet, könnt nur ihr das übernehmen, um eine große Wirkung zu erzielen. Falls ihr etwas tut in der Art, freue ich mich über eine kleine Rückmeldung in meinem Blog, vielleicht unter Pseudonym, in welcher Stadt und wie viel. Freuen würde es mich, wichtiger ist, ihr tut es. Das war es eigentlich schon. Noch eine kleine Danksagung an Konstantin Wecker und Prinz Chaos, den Zweiten. Die haben kürzlich einen Aufruf veröffentlicht, Aufruf zur Revolte. Vielen Dank, ein Aufruf zur Menschlichkeit. Burkhard Tom Hof, Ludwigshafen, Ex-Fallmanager.